Das lebenslustige Treiben während der Faschingszeit wird in Brat ergänzt durch das traditionelle Maschkara-Gehen. Seine Ursprünge und sein Sinngehalt lassen sich nur sehr vage und lückenhaft rekonstruieren. Eines kann allerdings mit Gewissheit gesagt werden, dass der farbenprächtig zur Schau gebotene Kult mit großer Begeisterung und Genauigkeit betrieben wird und von der Bevölkerung von Brat mit großem Interesse und Aufmerksamkeit verfolgt wird. Der Bajazzo, von der einheimischen Bevölkerung einfach Pajaz genannt, schafft genügend Platz für den Tanz des vornehmen Paares Herr und Frau, das wohl die adelige Schicht aus der ehemaligen Donaumonarchie darstellen soll. Das vornehme Paar Herr und Frau, das auch Wiener Bürger darstellen kann, eröffnet den Tanzreigen. Der Pajaz tritt in jeder Tanzpause auf und hat in gewisser Weise die Funktion eines Hofnarren. Darauf folgt das Zillertaler Paar, das somit einen Teil Nordtirols vertritt und somit die alte Einheit Tirols vergegenwärtigt. Mit hochgewinkelten Armen nimmt der Steirer die Aufforderung des Pajaz an, die Tanzfläche zu betreten. Auf der Tanzfläche fasst der Steirer seine Partnerin und beide drehen in ihrer originellen Bekleidung einen Landler, bis sie aufgefordert werden, den Platz für das nächste Paar freizumachen. Bauer und Bäuerin gelten als typisches Tiroler Paar. Der Tuxner und die Tuxnerin stammen ebenfalls aus dem Zillertal. Wieso es allerdings zu dieser Doppelvertretung gekommen ist, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Neben diesen heimischen Volksgruppen folgen in der Urform dieses Brauches zwei exotische Paare. Zigeuner und Zigeunerin sollen das ungarische Volk und Leben darstellen und bilden mit ihrem vielen Schmuck eine farbenprächtige und glänzende Abwechslung. Das Paar Mohr und Mohrin bilden das eigentliche Rätsel des Umzuges. Sie, Mohr und Mohrin, kommen wohl aus der Tradition der Hofmohren und sollen einen Reiz des Exotischen vermitteln. Die Schuhplattler tragen zur Aufheiterung und Lockerung des ganzen Umzuges wesentlich bei und geben der Parade einen deutlichen Bezug zur Jetztzeit. Zoch und Pott, denen wir schon begegnet sind, bilden den Abschluss dieses farbenprächtigen und schwungvollen Paartanzes. Bei ihrem Auftritt kommt Bewegung ins Publikum. Was sie allerdings zeigen, weicht von den zuvor gesehenen, eleganten, vornehmen und rhythmischen Tänzen stark ab. Plump, klobig und grob vollführen sie einen Tanz, der den Beischlaf andeuten soll und damit wieder in die Sexual- und Fruchtbarkeitssymbolik weist. Die Herkunft und Bedeutung des Maschkara-Gehens stützt sich auf Vermutungen. Die mündliche Überlieferung ist fast einheitlich der Überzeugung, dass die einstmals umherziehenden Handwerksburschen den Brauch begründet haben. Als gesichert kann gelten, dass die Maschker bis in die Faschistenzeit immer Wachsmasken getragen haben, damit die einzelnen Personen nicht erkannt wurden. Zur Zeit des Faschismus wurde die Maskierung verboten. Man ließ sich dadurch nicht beirren und ersetzte die Masken einfach durch Gesichtsbemalung.